Willkommen, ihr Lieben. Heute führe ich mal wieder ein Gespräch mit einem Menschen, der mit anderen Ebenen in Verbindung ist. Gut, wir sind das im Grunde alle, aber hier ist nochmal eine spezielle Ebene, eine spezielle Wesenheit. Salvador heißt die Wesenheit. Und der Mensch, die Frau, die mit ihm schon lange in Verbindung ist, die nicht nur dieses tut, aber auch, ist Christiane Hansmann. Ich grüße dich. Hallo Thomas. Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Sehr gern. Herzlich willkommen. Freue mich auch, dass du hier bist. Finde es ganz spannend, was du hier für Dinge tust, über die wir gleich sprechen werden. Mhm. Und ich wünsche euch viel Freude auf Mystica TV. Ja, ihr Lieben. Willkommen nochmal. Hallo Christiane. Hallo. Wir haben schon mal uns über Zoom ein bisschen kennengelernt und du hast mir schon vor einigen Jahren von deiner Arbeit und deinem Buch berichtet. Es hat aber eine Weile gedauert, bis ich es nochmal mir angesehen habe und bis ich dann aber auch festgestellt habe, dass du auf YouTube, im Internet wunderbare Arbeit machst, mit Menschen sprichst und immer wieder dieses Wissen weitergibst. Es gibt diese Gesprächsreihe, Interviews mit einem Geistwesen und viele andere Dinge. Also, sodass ich merkte, wow, das muss ich mir nochmal anschauen. Und plötzlich hat es mich sehr ergriffen und berührt. Und ich muss dazu sagen, ich kenne viel gechannelte Bücher. Ich finde nur ein paar, eine Handvoll gut und das ist mit dabei. Also das ist wirklich toll. Mhm. Und das heißt Ohne Worte. So heißt es. Es kommt in Kürze in einem großen Verlag nochmal raus, was auch sehr ungewöhnlich ist, dass ein Verlag sagt, obwohl das Buch schon woanders verlegt wurde, wir wollen es nochmal größer machen. Ja. Mhm. Das ist allein schon ein interessantes Zeichen. Und ja, Salvador ist sozusagen eine Wesenheit, eine Gruppe von Wesenheiten, die mit dir in Kontakt ist. Grüß dich erstmal. Ich weiß, du hast einen interessanten Werdegang. Du hast ja vorher auch schon Jahrzehnte mit Menschen gearbeitet. Wann hat sich das erste Mal Salvador bei dir gemeldet? Erstmal ohne Namen. Ich wusste nicht, wer er ist. Also erstmal hat sich diese Lichtwesenheit gezeigt als Energiefeld. Ich habe 20 Jahre eine Praxis gehabt, ne, als Heilpraktikerin, Krankengymnastin und habe auch da schon Retreats geleitet und habe viel mit Aufstellungsarbeit gearbeitet. Hast du da auch schon zwischendurch gechannelt, bewusst oder unbewusst? Bewusst nicht. Ich habe natürlich, wenn Menschen reinkamen, dann habe ich schon ganz viel gesehen oder gefühlt, aber ich habe es nie als Channeln bezeichnet. Mhm. Ja, also es war für mich, okay, ich nehme etwas wahr, aber das ist aus meinem System, was ich da als Information bekomme. Und habe natürlich auch für mich ganz viel Aufstellung gemacht und habe da mal bei einem, einem Thema etwas aufgestellt. Und auf einmal zeigte sich eine Präsenz auf diesem Feld, die zu mir sagte, du kannst jetzt machen, was du möchtest, dein Weg wird sowieso ganz anders verlaufen. Und in dem Moment dachte ich, was ist das jetzt? Wieso? Ich habe 20 Jahre meine Praxis, was soll jetzt kommen? Also was ist jetzt anders? Und dann hat es noch, ich glaube, 1-2 Jahre gedauert und dann kam das Buch tatsächlich durch. Ja, das war wirklich eine Initiation. Also in meinem bewusstwerdungseigenen Weg, der es schon sehr früh angefangen hat, haben mir viele auch spirituelle Lehrer gesagt, ich sei ein Medium, was ich nie sein wollte. Es war für mich nicht erstrebenswert. Und ja, aber dann 2017 war es, gab es diese Initialzündung. Es war wie ein Wasserfall durch mich wirklich. Also es war, ich konnte das gar nicht stoppen. Ich habe geschrieben eine Woche lang, meine Hand hat weh. Das war das zweite Kapitel von dem Buch. Mir war nicht klar, dass es ein Buch wird. Dieses Wissen, wie gesagt, ich bin ja lange auch schon selber auf der Reise, aber das war völlig neu und ich hatte wirklich Identitätskrisen, weil wenn du etwas schreibst, was du nicht kennst und selber mitliest und denkst, wow, was ist das? Ja, da kriegt man ja in sich selbst wirklich, also der Verstand, der kommt ja da gar nicht mit. Das ist ja wie eine Realitätsverschiebung. Da hatte ich wirklich auch ein Jahr bestimmt mit zu tun, damit klarzukommen mit mir. Wer bin ich jetzt noch? Durch mich kommt etwas, was ich nicht weiß. Wie passiert das? Und nach einem halben Jahr hat sich Salvador vorgestellt. Also da hat er sich dann als das Lichtwesen vorgestellt mit Namen. Auch erzählt, woher wir uns schon kennen, in meiner Geburt. Ich hatte eine Nahtoderfahrung in meiner Geburt. Ich bin auch Reinkarnationstherapeutin. Das hatte ich vorher schon in Rückführungen gesehen. Und dann kam halt so Puzzle zusammen, ja, dass er gesagt hat, gut, da in dieser Nahtoderfahrung gab unser, er sagt Login, ja, da gab es unser Login. Seitdem wurdest du sozusagen vorbereitet auf deinem Weg, dass das jetzt passieren kann, was jetzt passiert.
andere Inkarnationen, wo wir schon zusammen gewirkt haben. Ne? Also es ist eine lange Geschichte, wo wir wirken, und es ist wie ein Heimatgefühl. Ja, wie wir alle unsere Heimat haben, so ist er auch für mich ein Heimatgefühl, da diese enge Verbindung ja da ist. Mhm. Ja. Also, und diese mediale Arbeit, das ist ja ein sich öffnen, ein sich im Grunde auch entgrenzen, und da gehört schon sehr viel Vertrauen dazu, das dann zuzulassen. War das dann wahrscheinlich dieser Prozess, wo du erst allmählich in dem Vertrauen lerntest? Ja, es ist auch im Channeln selbst hatte ich einen unglaublichen Weg jetzt. Am Anfang, ich habe nur geschrieben. Mhm. Ja, ich konnte nur schreiben, das war für mich wirklich eine Grenze. Und dann ging es los mit, ne, diese in mir drin, diese Initiation von ihm, so Workshops anfangen mit ein paar Leuten, ja, der jetzt sprechen, channeln und sprechen. Und das war ja immer jedes Mal absolute Komfortzone verlassen, weil es diese Hingabe ist für uns Menschen gleichgesetzt mit Ohnmacht. Ja, wir verwechseln das innerlich mit der Erfahrung Ohnmacht. Und die ganzen Ohnmachtsthemen kommen natürlich alle aufs Tablett, die noch im Weg stehen. Und das war schon seit 2017. Ich habe unfassbare Transformationsprozesse hinter mir. Mein Leben hat sich einmal komplett gewandelt, diese Bereitschaft war immer da, und da bin ich dankbar mir selber gegenüber, weil ich glaube, wenn man die Bereitschaft nicht hat in so einem umwälzenden Prozess, da kann man schon Blockaden aufbauen, die dann auch sehr destruktiv sein können, ne? Aber ja, und der Weg geht immer weiter, also es fängt Ja, und du hast mir gerade auch schon erzählt, gerade neulich habt ihr so ein Online-Seminar gemacht, wo du 2 Stunden lang gechannelt hast, im Grunde ja in eine Kamera gesprochen hast und dann all diese Menschen erreicht hast. Das war auch wieder ein nächster Schritt, oder? Das war der nächste Schritt. Also ich war in tiefer Meditation, ich war weg, also ich war nicht präsent. Und es war von Salvador initiiert. Die geistige Welt wollte sie nennen es einen Bewusstseinsraum öffnen. Für uns Menschen ist es ein Workshop, Und hat dann praktisch, die geistige Welt hat diesen Workshop geleitet, mit Wissen vermittelt, mit Meditation, mit Channelings und so weiter. Und eigentlich muss ich mir jetzt danach nochmal anschauen, weil ich nicht mehr wirklich wiedergeben kann, was genau da war. Für mich, ich erfahre die Energie und die Bilder, aber ich bin nicht hier materiell präsent. Ne? Ja. Das ist schon weggerutscht, so. Ja, das ist faszinierend. Also das heißt, du musstest noch nicht mal dir Gedanken über die Struktur und den Aufbau machen. Du wusstest, das wird schon geschehen. Aber ist es vielleicht doch so, dass ein Teil deines Überbewusstseins, also doch auch du als Persönlichkeit oder Überpersönlichkeit auch mitwirkst, ohne dass es dir vielleicht bewusst ist? Wie würdest du das so einschätzen? Weil ich glaube immer, das Medium ist ja nicht, man ist ja nicht nur Kanal, sondern deine Persönlichkeit, deine Seele wirkt ja mit. Ja, also was mitwirkt, ist, dass ich vor den Raum vorbereite. Ja, ich habe vorher gefastet, also ich habe diese Reinigung halt in meinem System vollzogen. Ich habe auch wirklich einen Anspruch, dass meine Themen beiseite sind. Ja, also jeder Mensch hat ja noch seine Themen, sonst wären wir jetzt alle erleuchtet. So ist das. Ne? Und so diese eigenen Schatten zu kennen, die bewusst zu haben, um sie dann sich nicht damit zu identifizieren, sodass halt das durch kann, was halt durch möchte, ne? Dass das nicht gefärbt ist. Mhm. Das ist ein wichtiger Aspekt, und das sehe ich als meine Arbeit in dem Moment, die ich dann leiste. Und das, was durchkommt, kommt sowieso durch. Das ist dann aus der geistigen Welt. Ja, das ist letztendlich die Aufgabe als Medium, sich reinzuhalten, also sich als Tor wirklich mit all seinen Anteilen, die man hat, da reinzuhalten oder sie bewusst zu haben. Mhm. Ja. Ja, spannend. Also ich bin ja gut befreundet mit Wada Hasselmann, und da höre ich auch Ähnliches. Ja? Das ist natürlich ein Entwicklungsweg gewesen, bis man dahin kommt. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich ein Wissen, das vielleicht zum Teil du schon ahntest, aber vieles war auch neu. Und damit hast du dann wahrscheinlich auch selbst immer wieder erstmal gearbeitet mit diesem Wissen. Genau, ja. Es ist wirklich auch hier bei jedem Workshop. Ja, das ist immer, ich arbeite vor oder ich arbeite nach. Also ich gehe immer mit. Von daher sage ich auch den Teilnehmern. Ja. Ich bin genauso Teilnehmer auch. Ja, es kommt zwar durch mich, aber die Wirkungskraft ist auch in meinem System, der Wandel und die Transformation und das Wachsen immer weiter. Ja, das ist total schön, bedarf halt immer wieder die Entscheidung. Und es bedarf schon einem starken Vertrauen und einer Hingabe an die Aufgabe. Ne? Das gehört schon dazu. Ja, aber das ist natürlich gewachsen in der Zeit. Da wächst man ja auch mit und merkt so, wow, das ist so geführt. Ja, also alles, was Salvador schon 2017 zu mir gesagt hat, wo ich dachte, das ist jetzt echt ein Ego-Film, das kann nicht sein. Ne? Ja, das ist jetzt alles, kommt jetzt in die Materie. Ja, das zeigt sich jetzt im Ausdruck, das war als Energiefeld schon da war. Mhm.
Ja. Und bei diesem Workshop, erinnerst du dich, gab es da eine nochmal besondere, neue, interessante Information, die uns weitergeben magst, was da so gesprochen wurde? Zu dem Workshop selber? Ja, genau. Nee, oder ist es so, dass du sie ja erstmal alles anhören musst? Naja, wirklich. Also ich, alles klar. Also ja. Ich weiß nur, was sehr beeindruckend für mich war, dass er dann eine andere Lichtgruppe gechannelt hat nochmal, ja, mit einer ganz anderen Energie, die ich vorher nicht kannte. Daran kann ich mich erinnern, aber ich kann jetzt Inhalte tatsächlich gerade nicht wiedergeben. Also da müsste ich mir den Workshop anschauen. Alles wunderbar. Ja, schön. Ja. Salvador hat sich selber mal beschrieben und hat gesagt, wir als Energieform sind eine definierte Gruppe, die den Transport von Wissen, von Informationen erfahren dürfen. Wir sprechen davon wir, da eine klare Trennung der Wesenheiten untereinander in unserer Sphäre nicht existiert. Das ist auch etwas, was ich öfter schon gehört habe, auch man weiß ja von aufgestiegenen Meistern und so. Da wird dann auch immer gesagt, die Namen sind gar nicht mehr wichtig. Wir wirken ineinander, in einem Geiste. Und trotzdem gibt es noch diese Individualitäten, aber nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen wahrscheinlich, oder? Genau, es ist ja die Lichtwesen oder Geistwesen erfahren sich ja als immer als All-Eins-Sein. Die haben nicht diese Abtrennungserfahrung, wie wir es hier haben. Ja? Deswegen sind sie schon ein individuelles Tor oder eine Energiedefinition und erfahren sich aber in jedem jetzt als Gemeinschaft, als wir. Ja, das ist im fließenden Prozess auch. Also im All-Eins-Sein, die Energien sind ständig im Fließen, sind immer im Wandel. Es ist immer eine neue Definition von Ausdruck. Ja, die Räume werden geboren, die Räume kollabieren. Also es ist eine stete Bewegung, die uns Menschen hier eher Angst macht, dieser Wandel, diese Bewegung. Wir streben nach Sicherheit, ja, nach Halt, nach Basis. Und das ist letztendlich was uns in eine Abtrennung bringt, dieses Halten, das Blockieren, das Kämpfen. Ne? Das ist ja etwas, was diesen steten Fluss halten möchte. Ja. Und im All-Eins-Sein ist alles steter Fluss. Und in diesem Fluss sich erfahren als, ja, Salvador sagt, fließende Energie ist Liebe. Das ist das Gefühl der Liebe, was wir empfinden, wenn Energien immer fließen. Und das ist der Ursprung allen Seins. Ja? Und wenn wir anfangen und festhalten und uns identifizieren und sagen, das ist jetzt meins oder ich bin das, fangen wir an zu blocken, die Energien zu blocken und kommen halt ja aus dem Fluss der Energien raus. Und nehmen aber uns. Scheinbar brauchen wir das auch noch, ne, um uns irgendwo im Hier und Jetzt überhaupt greifen zu können, eine Sicherheit zu haben. Aber schnell wird diese Sicherheit auch zu einem vielleicht zu engen Gedankenkorsett. Ne? Genau, ja. Und es ist ja geboren aus der Abtrennungserfahrung. Wir sind ja eine Definition in der Abtrennung. Das ist ja auch ein geführter Prozess, diese Abtrennungserfahrung. Und wir haben uns erfahren als isoliert, als alleine im Kampf. Und da gehen wir jetzt zurück im Erwachen. Ja? Und natürlich kommen immer wieder alte Erinnerungen an Schmerzerfahrungen, an Räume, die wir vermeiden wollen. Und dann holen wir uns wieder Sicherheit und Halt. Es ist ein normaler menschlicher Mechanismus. Aber den gibt es im All-Eins-Sein nicht. Ja, das ist eine andere Dynamik. Ja, schön. Wie du so andeutest, würdest du wirklich sagen, das ist ein natürlicher Prozess, ein Entwicklungsprozess gewesen. Rudolf Steiner sagte ja, glaube ich, auch mal, wir mussten zuerst lernen, Individuen zu sein, unsere Ich-Stärke zu fühlen, zu erkennen und jetzt darf es wieder ins All-Ganze gehen, oder? Ja, genau. Es ist die Ausatmung und die Einatmung des All-Eins-Seins. Ja? Ja. Wir sind der Stopp, wir sind der Wendepunkt. Die Energien sind rausgeflossen, also das der Ausdruck ist geboren, Raum in Raum in Raum in Raum. Das würde endlos weitergehen, wenn wir Menschen nicht wären. Ja? Wir Menschen sind diejenigen, die das Stopp gesetzt haben. Wir haben die Abtrennung gesetzt. Ja. Unser Herztor hat sich verschlossen energetisch, dadurch haben wir einen Stopp gesetzt. Und jetzt geht die Umkehrbewegung. Die Energien strömen jetzt wieder zurück, das ist unser Erwachen. Die Räume fangen jetzt an wieder zu kollabieren, ja, in die Einatmung. Und ja, das ist die Wellenbewegung, der Rhythmus. Das ganze Universum ist Rhythmus. Schau in unseren Körper, es ist alles Rhythmus. Und so hat das All-Eins-Sein auch seine Atmung. Und wir sind ein unglaublich wichtiger Aspekt in dem Wendepunkt, ja. Und das ist gerade, wir sind gerade am... Also wir sind jetzt in dieser Wendezeit. Wir sind in der Wendezeit. Also sagen ja viele und jetzt hier aus auch wieder bestätigt. Sicht, ja, aus energetischer Sicht sind wir jetzt in der Wendezeit. Ne? Und Salvador ist, was ich so wirklich liebe, ist dieses Neutrale. Er beschreibt es aus einer energetischen Sicht, ja, sodass man das auch verstehen kann, in welchen Zusammenhängen das alles passiert. Und schafft es, dadurch schneller innerer Beobachter zu sein. Ja, weil diese Landkarte da ist. Und dann identifiziere ich mich nicht so schnell mit bestimmten Dynamiken, ja, sondern kann sie beobachten. Ja.
Das macht es ein bisschen leichter. Und er sagt auch, der Verstand ist auch wichtig in dieser Zeit. Ja, es geht nicht darum, den Verstand jetzt wirklich beiseite zu legen. Wir brauchen noch unseren Verstand, um Realitäten zu erkennen und sie dann auch wieder zu wandeln. Und das macht unser Verstand. Ja, ich glaube auch, also wenn wir auch Dinge besser verstehen oder greifen können, dann können wir auch vielleicht Dinge wieder mehr zulassen. Also es geht wohl um ein, ja, sich... Genau, sich öffnen, ne? Dann kann man sich ganz anders hingeben. Wenn ich es verstanden habe, dann kann ich das auch wieder loslassen und kann mich wieder öffnen, weil ich ja Vertrauen habe und weiß, okay, das passiert jetzt gut, dann kann ich jetzt mich auch hingeben. Das geht Hand in Hand, ja. Und was ist das für eine Wendezeit? Wo geht es hin und wo stehen wir jetzt? Und viele merken ja auch diesen Umbruch, der ja auch gar nicht so leicht ist für viele Menschen. Mit welchen Dingen hat es zu tun? Ja, da sind viele Dynamiken dabei. Eine wichtige Dynamik ist die Linie der Zeit. Ja, die Zeit ist ein Werkzeug, sag ich mal, oder ein Raum hier in unserem materiellen Raum. Ne? Wir Vergangenheit, Zukunft, wir identifizieren uns damit, bleiben in dieser Linie, denken ganz viel von, das war damals, da kommt das, die Vision habe ich, da laufe ich hin. Also wir bewegen uns auf dieser Linie. Ne? Das ist auch im Massenbewusstsein noch so. Der Wandel darin ist jetzt wirklich die Erkenntnis, die Erfahrung zu machen, dass wir Raum in Raum sind. Dass wir uns lösen aus der Zeit, dass wir erkennen, Zeit ist eine Illusion. Es ist ein Hilfsmittel, um diese Abtrennungserfahrung zu erschaffen oder sie erschaffen zu haben. Und jetzt geht es darum, wirklich diese Raum-in-Raum-Erfahrung zu erfahren, zu erkennen, dass ich in jedem Jetzt, jetzt in diesem Moment, kann ich innerlich mit meinem Fokus in irgendein vergangenes Leben, ich kann mir Informationen suchen, die mir jetzt helfen, um eine neue Entscheidung zu treffen, eine neue Handlung zu initiieren, um eine neue Geisterfahrung zu erschaffen. Wir kopieren, wenn wir in der Linie der Zeit sind, kopieren wir alle Erfahrungen wieder. Ja. Ja? Wir klappen die Linie der Zeit um. Wir nehmen das Jetzt und nehmen Zeitlinie und klappen sie um. Mhm. Und kopieren alle vergangenen Erfahrungen in unsere Zukunft wieder rein. Das heißt, wir sind gefangen in dem Kopieren aller Schmerzerfahrungen. Und dadurch bleiben wir in der Abtrennung. Die Raum-in-Raum-Erfahrung ist das im Jetzt erkennen, dass das eigene Herz ein Portal ist. Das ist der Lichttunnel, den Menschen beschreiben, wenn sie sterben. Ja? Das ist unser Herzportal, durch das wir durchtauchen und wirklich in den authentischen geistigen Raum kommen, wo unser Original ist, unser vollkommenes Sein, was immer mit uns Kontakt hat eigentlich, wenn wir im Herzen offen sind. Ja? Und darüber Informationen bekommen und dann entscheiden wir uns neu. Wir treffen neue Entscheidungen, wir kopieren nicht mehr, ja? Sondern wir erlauben uns, okay, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, ich treffe jetzt meine andere Entscheidung, daraus folgt eine andere Handlung. Daraus folgt eine neue Erfahrung, daraus folgen neue Gefühle, neue Gedanken. Ja? Das heißt, ich kopiere nicht mehr, sondern ich erschaffe einen neuen Raum, der noch nie da war in meiner Inkarnation. Ja. Das heißt auch dieses alte Denken, ich muss erst irgendwie meine Vergangenheit aufarbeiten oder es sind noch Muster da, da muss ich jetzt, brauche ich noch eine Weile, bis ich die gelöst habe. Das alles ist dieses alte lineare Zeitdenken. Das ist das Lineare. Ich kann es im Jetzt, es ist schon wichtig, die alten Räume kollabieren zu lassen, so nennt er das. Ja, das sind Räume, alte Erfahrungsräume, die in unserem System noch präsent sind. Und mit unserem Bewusstsein lassen wir sie kollabieren, dass sie keine Wirkungskraft mehr haben. Weil die Räume, die noch offen sind, bei Triggern, kennt man, ne, kennt jeder, man wird getriggert, rums geht dieser Raum auf, ja, genau. So, man sitzt mittendrin, ja, und genau. Denkt, das ist jetzt die Realität. Diese Realität ist jetzt präsent, weil die Räume sich wieder öffnen. Und dann sitze ich mit meiner... Das sind Erinnerungsräume, Gefühlsräume, wie würdest du es beschreiben? Das sind Erfahrungsräume, die noch nicht vollkommen in den Ausdruck gebracht wurden. Ich verstehe. Also Räume, wo noch Gefühle hängen, die noch nicht gefühlt wurden. Gedanken, die noch im Glaubenssatz hängen, ne? Und so weiter. Und die wollen natürlich erlöst werden, kollabiert werden, aber wir brauchen da nicht jetzt lange, ewig irgendwas. Ja? Also es geht wirklich darum zu erkennen, ich erkenne das als alten Erfahrungsraum, meine Präsenz ist im Jetzt. Ja, ich öffne mich im Herzen, welche Informationen fließen noch? Und welche neue Entscheidung kann ich treffen? Okay, das ist schon mal eine spannende Information, weil das erleben wir gerade, glaube ich, alle. Ja. Ständig wird man getriggert, auch gesellschaftlich und so. Das heißt, dieses Erkennen ist schon noch mal kurz wichtig, wenn was da ist. Erkennen, wo kommt es her, was hat es zu bedeuten? Aber dann auch einfach dem keine Energie mehr geben. Der Schlüssel ist, sich nicht mehr damit identifizieren. Ja? Weil durch Identifikation, wenn wir getriggert werden, dieser Raum geht auf, das ist wieder unser Verstand. Alle Informationen dieses Raumes fließen durch unser System. Ja. Unser Verstand erkennt es als Realität,
Es ist real. Wir suchen uns alle Argumente im Außen, dass das ja Realität jetzt gerade ist. Ja, das suchen wir uns dann erst. Und dann identifizieren wir uns mit dieser Realität und sagen, siehst du, ich wusste es doch, die Materie ist doch so. Ja, diese Erfahrung habe ich schon gemacht, jetzt mache ich sie wieder. Es ist jedes Mal das Gleiche. Habe ich meine Seinspräsenz in den Raum identifiziert. Und dann setze ich einen Anker und dann wird es meine Realität. Und der Schlüssel ist erstmal zu sagen, okay, ich nehme wahr, dieses Feld hat sich geöffnet um mich. Ja, es ist gerade als Energiefeld um mich herum. Ich sitze da mittendrin, ich gucke mit dieser Brille auf diese Realität, aber ich weiß, es ist jetzt nicht jetzt Realität. Es ist ein alter Film und ich identifiziere mich mal nicht damit. Mhm. Mein Sein bleibt in meinem Herzen. Ja, ich setze mich in meinen Herzraum hinein. Das ist auch Übung, also das ist wirklich Übung. Und aus meinem Herzraum beobachte ich jetzt mal dieses Energiefeld um mich herum. Welche Informationen sind da noch? Fließt da noch Trauer? Habe ich da noch einen Glaubenssatz? Und dann geht es darum, diese in den Ausdruck zu bringen. Es ist das Thema, was wir vorhin besprochen haben. Im All-Eins-Sein, alles fließt, alles ist Ausdruck. Sobald wir uns identifizieren, fließt es nicht mehr. Es bleibt gehalten, es bleibt geblockt. Ja? Und dann bleibt der Raum. Wir können nichts transformieren, wenn unser Sein damit verklebt ist, weil wir niemals unser Sein transformieren werden. Also bleibt das. Ja? Und dann manifestieren wir es in unserem Leben. Und die Raum-in-Raum-Erfahrung ist wirklich das im Jetzt erkennen, welche Informationen noch in den Ausdruck kommen möchten, sie durchströmen zu lassen und ja, im Herzraum sich öffnen und dann wird man spürt, dass dieser Raum an Kraft verliert. Ja, der verliert an Kraft, die Energien werden weniger und er kollabiert letztendlich. Schön. Ja, es ist auch da so ein bisschen in die Rede davon, dass sozusagen wir jetzt lange reagiert haben auf äußere Dinge, Bilder, eigene Bilder. Und jetzt geht es darum, wie du so sagst, aus dem inneren Herzraum selbst sozusagen uns als Schöpfer neu zu erkennen, genau. Oder? Ja, und das liegt da drin. Wie können wir das üben? Wahrscheinlich ist da Stille ein gutes Werkzeug, in die Stille zu gehen, wirklich spüren wieder zu lernen, oder? Guck mal, du wirst der Schöpfer in dem Moment, wo du merkst, ich treffe jetzt eine neue Entscheidung. Ich identifiziere mich nicht mehr mit dem alten Erfahrungsraum und ich gehe jetzt in eine neue Handlung, obwohl Angst dann kommt, obwohl Komfortzone verlassen und so weiter. In dem Moment fangen wir wieder an zu schöpfen. Alles andere ist auch Schöpfertum, aber nur kopieren. Ja. Ja, wir schöpfen ja immer in jedem Moment. Wir schöpfen ständig. Wir glauben nur, wir sind Opfer, aber wir schöpfen ja in jedem Moment. Das ist ja so. Bewusst oder unbewusst. Ja, ja. Spannend. Und das ist die Raum-in-Raum-Erfahrung, weil du in jeden Raum tauchen kannst mit deinem Bewusstsein, um jegliche Informationen dir ins Jetzt zu holen, die du brauchst, um zu schauen, was in meinem Leben ist jetzt authentisch. Er redet ja auch ganz viel, es das heißt ja auch, ne, auf dem Weg in deine eigene Authentizität. Authentisch ist der Begriff des Erwachens. Authentisch ist das Erwachen. Authentisch sind die jetzigen Geisterfahrungen, die neuen Erfahrungen und nicht das Kopieren unserer Schmerzräume. Wie kann ich das eine von anderen besser lernen zu unterscheiden? Also zu erkennen, wo ist ein wirklich originärer, eigener, innerer, neuer Impuls? Oder wo kommt etwas nur als Erinnerung und ich glaube, das ist ein neuer Impuls, aber ist es vielleicht nicht? Kann ich das unterscheiden lernen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist tatsächlich. Man muss sich ja auch selber kennenlernen. Es gibt ja auch manche Tricks, wo man sich selbst versucht, ein Bein zu stellen. Ja, zum Beispiel viele Menschen, die sich eher verstecken, nicht so zeigen möchten, ja, die da ein Thema haben, sagen, es ist ihr Ego, wenn die innere Herzstimme sagt, werde groß, geh nach vorne, ja, präsentiere dich, zeig, was du hast am Potenzial, spreche zu den Menschen. Dann sagt eine alte Ego-Stimme, lass mal. Das ist, ich bin doch nicht das wichtig. Das ist Ego. Ja, genau. Also das Ego sagt selber, ist es, also das andere ist Ego. Und da muss jeder sich ja selber kennenlernen. Aber da wachsam sein und wirklich den Herzraum üben als Basis, indem man präsent ist, dann ist es leichter, dieses Puzzle zu lösen, weil eine andere Klarheit in dem eigenen System ja vorhanden ist dann. Also wenn ich so im Herzraum bin und so reinspüre, merke ich, da ist dann tatsächlich sowas wie ohne Worte. Da ist Ja. Es ist wirklich, es geht mir immer öfter auch so, dass ich da sitze und denke,
Ja, was soll ich sagen? Also, es ist ohne Worte. Dann kommen Impulse, kommen schon, wenn sie kommen mögen. Aber manchmal ja. tut es einfach nur gut, in dieser friedvollen Stille zu ja. sein. Und in ja. dieser Stille, in diesem Raum der Leere, ja, wie du sagst, da erscheinen aus uns heraus Bilder, Worte, die von unserem vollkommenen Sein dort hineingelegt werden. Und das sind dann die uns in eine neue Erfahrung bringen, die uns aus dieser Zeit, aus dieser Linie heraustragen, ja, und etwas Neues eröffnen. Und das bedeutet, das ist vielleicht auch noch ein gutes Anzeichen, der Mut. Wenn man merkt, oh, da brauche ich Mut für diesen Schritt. Ja. Dann ist das auch ein gutes Anzeichen, dass man gerade eine neue Geisterfahrung kreiert. Ja, das kenne ich gut. Das ist so ein bisschen die Stimme des Herzens. Ja? Wenn ich da wirklich folge, dann sagt die manchmal etwas sehr Ungewöhnliches, aber mach das, probier das mal. Und dann, okay. Und dann, aber gleichzeitig ist es ja auch weiß aus dem Herzen, kommt mit einer sehr positiven Energie in Verbindung. Und dann weiß ich, okay, das ist der nächste Schritt. Ja. Okay. Da dürfen wir uns alle gegenseitig mehr ermutigen, ne? diesen Weg zu gehen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, die Gemeinschaft im Moment. Ne? Also es ist im Moment auch eine Energie, die sehr, sehr präsent ist. Ja. Die ganzen Jahre vorher, also ich würde schon sagen bis 2017, 16, war es wirklich dieses, jeder Einzelne hat sich in seinem System ganz, ne, seine Bewusstseinsarbeit geleistet und so weiter. Aber es ist jetzt eine Zeit der Gemeinschaft, also wo wir wirklich Vernetzung, ne, sich gegenseitig stärken. Salvador spricht auch viel von diesem Konkurrenzgedanken, dass der endlich begraben wird. Ja, dass man wirklich miteinander und die Potenziale der anderen hervorhebt und stärkt. Ja. Das sagen auch viele andere. Und ich sehe es ja auch in deiner Arbeit, dass es hat bei dir so etwas mühelos Entspanntes. Dieses Feld, was sich da öffnet. Und das finde ich toll. Das hat auch mit deiner Qualität zu tun. Das ist eine ganz feine, schöne, klare, bewusste, entspannte, liebevolle Öffnung. Ja? Und ganz interessant. Also so möchte ich es mal umschreiben. Und ich habe ja, du siehst ja, ich habe 1000 Einmerker und so. Ich habe jetzt mal spontan eins aufgeschlagen und lese spontan vor. Schauen wir mal, was passiert. Ihr seid die, die aus freiem Willen heraus ihre Erfahrungen auf Erden aus dem Ego heraus oder aus dem Geist heraus wählen? Und doch seid ihr selbst eine definierte Wesensstruktur, eine definierte Matrixstruktur, die Kristallisierung einer Erfahrungskette, einer spezifischen Erfahrungsstruktur. Ihr seid bereits diese Erfahrung, bevor ihr euch dafür entschieden habt, und doch ist eure Entscheidung von großer Bedeutung. Das ist wie ein Koan. Das heißt, wir spüren schon, was eigentlich die richtige Entscheidung wäre. Aber der Schritt, ja, ich entscheide mich, der muss von uns kommen. Ja, genau. Und das ist die Öffnung im Herzen. Ja, das ist immer, und es ist immer wieder, ja, das ist ja, haben wir am Anfang gesprochen. Es ist immer wieder die Entscheidung. Es ist immer wieder, ich gebe mich dem hin. Ich folge diesem Fluss der Energien. Ich gehe mit. Es ist ein Mitgehen der eigenen Systemintelligenz, ja, das ist auch, ich finde das Wort auch so schön, Systemintelligenz. Jeder von uns hat eine Systemintelligenz und die möchte uns auf diesen Weg bringen, unserer Vollkommenheit, ja. Und es ist Bedarf unser Einverständnis, es bedarf diese Hingabe zu sagen, ich bin einverstanden mit mir selbst, es darf sein, ja, es darf durch mich kommen, es ist in Ordnung, es darf ins Leben kommen. Und dann fließt das automatisch. Was meinst du, was da dann auf einmal diese Systemintelligenz alles kreiert, ja, was sich da öffnet und welche Möglichkeiten im Leben kommen? Das ist ja, wir sagen immer Wunder, wir Menschen, wir sagen immer die Wunder geschehen, ne? Wunder geschehen, wenn wir uns dieser Systemintelligenz hingeben, weil das Leben darauf reagiert. Für uns ist immer Wunder, es erscheint in der Materie. Das, was ich innerlich gefühlt habe, was ich innerlich schon gesehen habe, erscheint auf einmal materiell. Sagen wir, oh, ein Wunder ist geschehen. Aber das ist der normale Fluss. Also das ist das normale Leben, weißt du? Das ist schön, und das lernen wir erst wieder, wie das geht. Ja. Also ich habe wirklich das Gefühl, auch im Gespräch mit vielen Leuten, aber auch in meinem eigenen Erleben, scheint es jetzt nochmal sich genau das zu intensivieren. Ja, also die Stimme des Herzens wird stärker, deutlicher. Ich weiß, okay, jetzt zum Beispiel hier zeige ich dich noch mehr mit dem, was du erzählen willst und so. Und gleichzeitig sind aber schon plötzlich auch noch mehr Widerstände und alte Muster da. Und das ist wie so eine Prüfung, oder? Mhm. Willst du es wirklich? Mhm. Also was hilft uns da jetzt wirklich mutig, diesen Weg wirklich zu beschreiten? Mhm. Weil es klingt so einfach. Es ist dann vielleicht auch einfach, wenn man wirklich auf dem Weg ist. Aber ich denke, viele hören zu und wissen schon, Stimme meines Herzens würde eigentlich das und das sagen, aber boah, es ist hilft? Die Bereitschaft für Wandel.
Okay. Die Bereitschaft für Wandel. Und Wandel ist das All-Eins-Sein. Wandel ist die Ureinheit. Es ist steter Wandel, es ist steter Fluss der Energien, es ist stete Neubildung von Definition, von Toren, von Räumen. Ja, es ist steter Fluss und das ist Wandel. Und es bedarf unsere Bereitschaft für Wandel. Mhm. Ja, dass wir uns dahin wandeln, wer wir in Vollkommenheit sind. Mhm. Und da dürfen wir vertrauen, weil wir, weißt du, wir wandeln uns ja in die Vollkommenheit hinein. Und die ist wunderschön, es ist wundervoll. Ja, es ist voller Liebe, es ist Lebensstrom, Lebensfluss. Mhm. Und an das wir halten, ist die Angst, dass uns wieder ein Schmerz widerfahren wird in unserem Leben. Das ist die Angst. Oder auch die Angst, irgendwie aus eine geglaubte Sicherheit zu verlieren oder sowas auch. Ja, und das ist ja die Angst, dass wir Schmerz erfahren. Ne? Wenn wir Sicherheit verloren, wir fallen in die Ohnmacht. Dann, wir wissen gar nicht mehr, wohin mit uns. Genau, wir haben keine Wirkungskraft mehr. Ist ja das Schlimmste, das ist die sogenannte Hölle, wie Salvador sagt. Wir verlieren unsere Wirkungskraft, das ist die tiefste Ohnmacht. Das ist unsere Angst, unsere Sorge. Mhm. Und Hingabe, Ohnmacht sind ja sehr eng beieinander. Und je mehr Schritte wir aber gehen in die Richtung, ja, desto mehr Vertrauen haben wir, dass wir geführt sind durch unsere Systemintelligenz, dass es die Schritte sich lohnen, den Mut aufzubringen. Mhm. Und natürlich, ja, also es gibt immer Phasen im Leben, wo ganz viel alter Müll hochkommt, weil wir gerade was Neues öffnen, dann kommt der Müll hoch und wir sind damit beschäftigt. Und dann fühlt sich das Leben auch nicht schön an. Mhm. Und es ist trotzdem im Fluss des Lebens. Das ist nochmal für mich ein wichtiger Aspekt, der oft hinten runterfällt, auch wenn wir dabei sind, was zu transformieren, ja, oder wenn wir noch mal in alten Räumen sind und da arbeiten, noch mal Gefühle fließen lassen, die noch mal einen Ausdruck möchten. Es ist im Fluss des Lebens. Wir haben nichts falsch gemacht. Das Leben hat immer recht. Ne? Ja, und wir haben nichts falsch gemacht. Ja, und wir haben auch nicht spirituell was übersehen. Oder wir sind, ne, da fängt so ein spiritueller Leistungsdruck an. Ja, aber der geht's doch gut, bei der läuft alles toll. Bei mir ist gerade wieder dieses Thema und das, mir geht's wieder schlecht. Irgendwas habe ich spirituell falsch gemacht. Nein. Ja, jeder hat seinen Fluss und jeder öffnet seine Räume zum perfekten Moment, transformiert sie und geht weiter. Also es finde ich einen wichtigen Punkt, weil gerade jetzt auch in diesem Wandel, es kommt ganz viel Müll gerade hoch. Ja. Im Massenbewusstsein, bei jedem Einzelnen nochmal. Und das ist, es ist im Fluss. Mhm. Gehört dazu. Es gehört da so dazu. Ja. Also es, spirituell sein oder auf dem Weg sein heißt nicht, ich bin immer Yippie, yay, mir geht's toll. Aber sozusagen, genau, also ich glaube, das spüre ich auch immer mehr, was wir immer mehr lernen dürfen, ist dieses Fließgleichgewicht anzunehmen. Mhm. Ja? Also nicht so feste Strukturen sich daran halten, sondern im Flow zu sein. Mhm. Und gleichzeitig haben wir da auch unsere Mitte. Ne? Mhm. Das ist ein in der Erfahrung sich immer mehr eine Sicherheit erarbeiten. Ja? Erarbeiten klingt auch schon wieder, als wäre es Arbeit. Mhm. Aber ne? Mhm. so eine Lebenserfahrung, wo wir allmählich dahin kommen. Mhm. Eine neue Energie. Mhm. Und es auch in diesem Flow fängt auch etwas an zu kippen. Diese Erfahrung, im inneren Raum beheimatet zu sein, ja, und aus dem inneren Raum dauerhaft als Beobachter in die Materie zu gucken. Mhm. Weißt du, es ist auch so eine Rauslösung aus diesem materiellen Raum, dass wir uns mit Materie identifizieren. Ne, war ein Motor früher, dass man, keine Ahnung, in der Materie, ich habe das und das erschaffen. Genau. Das Strukturen, Motor. Glaubenssysteme, Geldsysteme, Politik, genau. Nachrichten, alte eben Überzeugungen, Glaubenssysteme. Ja, und das ist so eine Rauslösung, ne? So sich innerlich reinsetzen und immer noch zu wirken, darum geht es ja gar nicht. Ja, es geht ja nicht darum, jetzt nicht mehr zu wirken. Wir wollen ja Materie verwandeln, aber aus einer anderen Perspektive heraus. Mhm. Aus einer bewussteren diesmal. Ja. Ja, spannende Zeiten. Also wir haben auch schon ein bisschen den Unterschied uns angesehen. Impulse, wo kommen sie her? Aus dem Herz und so. Und dann gibt es noch so etwas wie Spiegelgefühle und Resonanzgefühle. Ah, ja. Es gibt also Gefühle, wo wir scheinbar nur reagieren und Gefühle, die vielleicht aus dem Inneren kommen. Magst du das nochmal ein bisschen genauer schildern? Das ist mir wirklich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil da viele Irrwege aufgehen bei Menschen. Ja? Also Salvador unterscheidet zwischen Spiegelgefühlen und Resonanzgefühlen. Mhm. So, das heißt jetzt, ich nehme aus meiner Praxisarbeit, weil mir ist dann im Nachhinein ganz viel klar geworden. Eine Person kommt in den Raum, ja, und man merkt auf einmal, man fühlt sich ganz traurig. Ja? Es ging einem vorher gut, alles war in Ordnung. Jetzt betritt dieser Mensch den Raum und man merkt so eine Traurigkeit. Wir haben ja nie gelernt, dass man auch Gefühle ja übernehmen kann. Ja. Ja? Also wir haben ja gelernt, Gefühle fühle ich, sind meine Gefühle. Ja, genau. So, ne? Ja. So. Und diese Spiegelgefühle heißt, ich fühle bei fühligen Menschen sehr doll dieses Feld des anderen.
da wir gelernt haben, es sind die eigenen Gefühle, identifiziere ich mich sofort damit. Dann sind es meine Gefühle, auf einmal bin ich traurig und bin den ganzen Tag traurig und weiß gar nicht eigentlich warum. Versuche, wenn ich schon in der Bewusstseinsarbeit bin, versuche das zu transformieren, ja, weil ich denke, woher bin ich jetzt traurig, jetzt muss ich mal suchen. Falsch gemacht, falsch gedacht oder so. Genau, ja. Ne? Habe ich irgendeinen Glaubenssatz gedacht, so. Aber diese Spiegelgefühle zu lernen, dass wir Felder anderer wahrnehmen und auch fühlen, als wären es unsere eigenen Gefühle, ist so hilfreich, weil in dem Moment die Erkenntnis, oh, ist ein Spiegelgefühl, es kann beim anderen gelassen werden, ja, und in dem Moment fühle ich das nicht mehr. Ja. Es ist weg. Weil ich brauche auch nichts transformieren, weil es die Energie des anderen ist. Und das lerne ich durch immer wacheres Beobachten. Wacheres Beobachten, was ist passiert. Ne? Ja. Der Unterschied zu den Spiegelgefühlen sind die Resonanzgefühle. Resonanzgefühle sind, wenn wirklich jemand etwas sagt, ich werde getriggert und bei mir geht dieses alte Energiefeld auf. Ich sitze in meinem alten Raum. Das ist ein Resonanzgefühl, weil jemand mich da angepiekst hat und mein altes Energiefeld geht auf. Genau, etwas in mir, das noch genau, das ist dann eine Traurigkeit, die dann zu mir gehört, die ich auch transformieren kann. Aber diesen Unterschied mal zu üben. Und es fällt ganz viel weg. Ja? Und auch dieses Kuddelmuddel fällt weg. Ne? Man kann sein eigenes Feld viel klarer halten, wenn man dieses Wissen um diese Spiegelgefühle hat. Das Gleiche gilt bei den Gedanken. Genau. Lass uns da nochmal stehen bleiben, weil ich finde das super spannend. Ich bin Fisch vom Sternzeichen. Wir haben auch so zwei, drei mediale Beraterinnen. Und eine erinnert mich immer regelmäßig dran, ja, kein Wunder, du bist gerade mit dem Feld verbunden. Das ist gar nicht deins. Und dann, stimmt, weil mir geht es eigentlich ganz gut. Das stimmt. Und klar, wenn man auch, ich bin gerne unter vielen Menschen zwischendurch mal und dann nehme ich natürlich alles Mögliche auf. Oder ich sitze in der U-Bahn und neben mir sitzt jemand, plötzlich fühle ich mich wütend und denke, komisch. Wenn ich das dann wahrnehme, ach, das bin ich gar nicht, dann löst sich was. Ja, genau. Und das wie sehr, also es geht erst eigentlich nur ums Erkennen und dann ist es schon gelöst letztendlich. Ja, genau. Und das ist halt, wo er meint, auch mit dem Verstand. Wir müssen ein paar Dinge verstehen, um sie schneller zu klären. Ja, und das ist ein so ein Punkt. Ja, wenn ich dieses Wissen jetzt, wie du auch sagst, weiß, in der U-Bahn sitze und ich werde wütend und weiß, ach nee, Moment mal, das ist jetzt der hier neben mir, das bin ich gar nicht, es ist weg. Ja, wenn es Energiefelder sind, die kräftiger sind. Es gibt ja auch Felder, die sehr einnehmend sind, ja. Wo man dann zum Beispiel auch ganz doll Wut merkt, ne, die sehr raumeinnehmend ist, sehr dominant ist, die man vielleicht durch diese Erkenntnis nicht so schnell wegkriegt, ist dieser Satz, ich stehe nicht zur Verfügung, sehr kraftvoll. Ja, zu sagen, ich stehe hier nicht zur Verfügung dieser Person, ne, ich steige in dieses Spiel jetzt nicht ein, geht es auch schnell raus. Ja, das ist auch, wo man sich schnell trennen kann. Und man erspart sich einfach sehr viel. Ja, man bleibt in seinem klaren Herzraum und kann den ganz anders öffnen und ist ja dann auch für den anderen da. Es geht ja nicht darum zu sagen, mach damit, was du willst. Man ist ja da. Ja? Man kann ja anders dann auch im Kontakt sein, als wenn jetzt beide da in Trauer hängen zum Beispiel. Ne? Das bringt jetzt ja auch niemanden irgendwas. Toll, ja. Und du hast es mehrmals erwähnt, ich finde das auch wesentlich, den Verstand nicht zu vergessen. Ja. Ja? Und mit Gefühl ist das eine, aber mit Verständnis, mit den anderen wirklich verstehen, das ist ja so eine Mischung aus Verstehen, aber auch mental erkennen, wie der andere denkt und fühlt. Mhm. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ja, genau. Das ist ein ja, da, es ist eine Öffnung und da liegt auch so viel Heilung drin, eine Öffnung des wahrhaftigen Sehens. Ja, das ist ja, wenn jemand sich wahrhaftig erkannt fühlt, passiert so viel Heilung. Es passiert so viel Heilung, weil eine innere Isolation geht. Also dieser Anteil wird integriert, der ein Leben lang innerlich allein isoliert war. Jetzt haben wir auch alle solche Räume, ne, wo wir nicht gesehen wurden, nicht verstanden wurden, etwas projiziert wurde auf uns. Und in dieser wahrhaftigen Gesehenwerden, wenn man jetzt Spiegelgefühle oder Spiegelgedanken nutzt als Instrument. So, ich sehe dich aus dem Film Avatar. Ich glaube, deswegen berührt es auch die Menschen so. Ja, genau, das ist das. Ne? Ja. Und dann kann man sehen, weil man selbst im klaren Feld im Herzraum bleibt und als Spiegel fungiert und den anderen dann wahrhaftig sieht. Dazu braucht man gar nichts sagen. Die eigene Präsenz reicht schon aus und der andere merkt, oh, irgendwas ist jetzt gerade, ich fühle mich gesehen, ich bin im Kontakt, in Begegnung, in wahrer Begegnung mit dem anderen. Ja, und das ist ja auch diese Kraft der Gemeinschaft im Moment, dieses wahrhaftige sich sehen und sich wirklich wahrnehmen. Ja, da ist ganz viel Heilung drin. Voll schön. Und auch Gemeinschaft, auch ein weiterer Punkt. Das scheinen wir auch alle erst zu lernen, uns immer mehr miteinander, füreinander zu öffnen. Aber da ist ja ganz viel Heilsames drin. Ne? Das ist schon
Wunderbar. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, boah, ich bin da noch gar nicht, ich habe Angst, wie es morgen weitergeht und so. Natürlich jetzt eine sehr pauschale Frage. Fallen dir trotzdem Hinweise ein, die diesen Menschen helfen können, ein bisschen mehr ins Vertrauen zu kommen? Natürlich jetzt viel sagen. Ja. Wir haben ja auch schon vieles gesagt. Ja. Genau. Ja, naja, die Angst. Vielleicht eine Angst, ja, wenn jemand nicht aus der Angst rauskommt, aus der Angst vor dem Morgen, Angst vor, dass Krieg ausbrechen könnte, dass der Mensch kein Geld mehr hat. Es gibt ja verschiedene Grundängste, die viele haben und auch sich unbewusst in so ein Feld wieder einklinken. Das haben wir jetzt auch schon uns angesehen. Was kann man da tun? Angst als Gefühl macht eng, macht klein, macht Halt, macht Kampf. Ja. Mhm. In diesem Energiefeld sind wir natürlich in der Vergangenheit in der Linie verhaftet, weil wir alle in der Vergangenheit solche Erfahrungen haben. Ja, sei es in diesem Leben, sei es im vergangenen Leben, wir alle kennen das. Ja, wir haben das gespeichert in unseren Zellen. In dieser Angst, in diesem Halten, in diesem Kampf verwehre ich mir selber, in mein Herzzentrum zu kommen. Ich blockiere mich selbst in diesem Moment. Ja, und es ist ja dann der Gedanke oder dieses System sagt oder dieses Muster sagt, wenn du dich hältst, wenn du dich klein hältst und eng hältst und kämpfst, dann bist du in Sicherheit. Dann ist es nicht so schlimm. Dann ist es nicht so schlimm. Ne? Ja. Das ist ja so ein Muster, wo wir versuchen, uns zu helfen. Wir meinen es ja nie böse mit uns. Mhm, wir wollen uns ja helfen oder uns schützen. Ja. Zu üben, wirklich im Kleinen und wenn es eine Minute, 5 Minuten am Tag sind, diese Entspannung wieder erlauben. Dieses, okay, ich atme mal ganz tief durch. Ich erlaube mir einfach mal für einen Moment zu fühlen, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt in diesem Moment bin ich in Sicherheit. Jetzt in diesem Moment ist alles okay. Ja, jetzt gerade darf alles sein. Alles ist in Ordnung. Für 5 Minuten halten und das jeden Tag ein bisschen üben. Und dann spürt man, dass das eigene Feld sich verändert. Es öffnet sich. Ja, der Herzraum geht auf. Aus dieser Basis, aus diesem Herzraum heraus schauen wir schon anders aufs Leben, ja, und bewirken auch etwas anderes gemeinschaftlich. Es ist ja jetzt die Zeit, dass wir das Massenbewusstsein wandeln wollen. Ja, also gemeinsam. Und da ist jeder Einzelne ja auch gefragt. Was kreiert wird im Massenbewusstsein jetzt in der Linie der Zeit, in der Zukunft, das wissen wir nicht. Ja, aber das können wir aus dem Jetzt, wenn wir uns halten und kämpfen und Krampf und Angst haben, können wir auch nicht steuern. Wir können so nicht steuern. Das, was wir tun können, ist wirklich in der Öffnung, in der Klarheit zu sein, in der Wirkungskraft zu sein, uns präsent zu zeigen und aus diesem Seinszustand zu wirken. Mhm. Ja? Und dann verändern wir etwas gemeinsam. Ja? Und dann kreieren wir auch eine neue Erfahrung im Massenbewusstsein. Mhm. Wunderbar. Wie stark sollten wir mit unserem Herzenswillen dazu beisteuern? Oder wie stark dürfen wir vertrauen, dass die Veränderung sowieso geschieht? Ne? Also dieses sozusagen eigener Wille oder es geschieht eh? Was ist so? Also Wille ist schon mal Ego. Okay. Auch Herzenswille ist auch nur ein anderes Wort, auch für Ego. Mhm. Okay, gut. Also ich gebe es jetzt einfach so weiter. Gerne. Aber Wille an sich ist der Wille, was wir wollen, das ist dieser Kampf. Wunsch auch. Wunschwille, genau. Ne? Das ist alles dieses so. Ich meine Vorstellung, meine Erwartung, wie ich das möchte. Mhm. Wenn ich Herz davor setze, ist es immer noch tatsächlich in Grün. Ja. Genau. Also es ist wirklich dieses, es geschieht aus uns. Und es geschieht aus uns das Beste, was für uns geschehen möchte. Ja. Wir können es nicht beurteilen, was das Beste für uns ist. Und so ist das auch. So fühle ich es auch. Weißt du, wenn ich in mein Leben zurückgucke, ja, was ich alles erfahren habe, ne, auch an Schmerzmomenten erfahren habe. Ich gucke jetzt zurück und ich sage, das war mein Schlüssel. Mhm. Das war mein Schlüssel, dass ich jetzt hierher kommen kann und mein Leben diene. Ich diene ja oder ich lasse das fließen und diene damit. Aber dieser Moment war der Schlüssel und es war ein Schmerzmoment. Wenn ich das in diesem Moment mir jemand gesagt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich sauer geworden. Ja? Also, genau. Oder es hätte ein bisschen Trost gebracht, wer weiß. Ja. Wer weiß. Ne? Aber wir sind aus Menschensicht von der Perspektive sehr eingeschränkt. Von der Wahrnehmung. Also ja, es bedarf sehr viel Vertrauen. Aber es entwickelt sich auf diesem Weg auch. Ja. Gibt es viele andere Planeten mit ähnlichen Strukturen, wo auch viele Wesenheiten in sich so gefangen sind und diesen Entwicklungsprozess machen? Wir sind schon sehr individuell. Ja, wir sind schon sehr. Okay. So ein spezieller Planet also hier? Ja,
Wir Menschen, also das ist was, aber wir Menschen sind wirklich dieser Umkehrpunkt. Ne? Wir sind wirklich die, die vollkommen die Abtrennungserfahrung erschaffen haben. Ja. Das war Zeit Mittelalter, war die Hochphase des Egos, für uns jetzt hier Europäer. Und dann ging es in die Wiederverbindung hinein. Das ist schon sehr speziell hier bei uns. Willkommen im Club, aber wir wollten mit dabei sein, statt nur zuzuschauen. Also okay, es ist eine wirklich spannende Zeit. Und es wurde vorbereitet, ja. Also er erklärt ja auch den Urknall und was da alles. Ne? Also es ist wirklich vorbereitet, diese Welle zurück. Und aus der energetischen Sicht ist es einfach eine energetische Dynamik. Mhm. Unbewertet. Es wird auch nicht aus dem Alleinssein bewertet. Mhm. Ja, wir dürfen uns auch wirklich verabschieden von Schuldgedanken und Scham, und das ist alles, das ist Abtrennungsgedanke. Es ist Energiewelle, es ist Energiedynamik, ganz wertfrei. Toll, boah, ich bin ganz ergriffen, weil es sich so wahr und gut anfühlt. Und genau, also wie gesagt, ich finde es bei dir so beeindruckend, dass du so wunderschön vernetzt auch öffentlich arbeitest. Und da entsteht ja auch schon so ein gemeinsamer Geist, oder? Von Menschen, die sozusagen, das ist vielleicht auch wieder das falsche Wort, an der Zukunft mitarbeiten wollen, weil die Zukunft entsteht eh, aber die immer mehr den Raum öffnen, damit die Zukunft weicher entstehen kann. So vielleicht, oder? Ja, also man findet sich, man kennt sich auch schon von anderen Leben. Ne? Das ist ja auch eine Begegnung, die wo man vielen Menschen wieder begegnet, die man schon gewirkt hat. Ja. Das ist in der Tat so. Mhm. Also ich habe ja mal diesen Film Wiedergeburt gemacht und so und dachte vorher, ja, weiß ich schon alles. Und währenddessen kamen auch nochmal viele Erfahrungen zusammen. Und in der Tat, ich bin schon jetzt zu einigen Menschen begegnet und vielleicht gehörst du auch dazu, wo ich weiß, man kennt sich schon. Ja. Man schwingt auf einer und arbeitet wieder weiter für diesen Geist und es macht auch Freude, ist wunderbar. Mhm. Ja. So sind wir doch mehr miteinander verbunden, als wir in unserem kleinen Ego oft denken. Ja, da dürfen wir uns auch immer wieder dran erinnern, dass wir nicht alleine sind, dass wir wirklich viele sind und das auch wächst. Ja, was ist passiert in den letzten Jahren? Das ist wunderschön. Ja. Jetzt habe ich über Salvador gar nicht alle Details gelesen und deswegen weiß ich jetzt gar nicht, war Salvador irgendwann auch inkarniert als Mensch? Nee, er unterscheidet ganz klar, also Lichtwesen, Geistwesen sind nie inkarniert. Also die sind, das sind definierte Energien, die nicht die Fähigkeit haben, in den Abtrennungsraum zu kommen. Das sind wirklich wir Menschwesen. Mhm. Aufgestiegene Meister sind alles Menschwesen gewesen. Das heißt, die aufgestiegenen Meister waren hier. Die haben auch energetisch schneller Kontakt zu uns, weil sie Menschwesen sind. Ja, sie können mit ihren Energien herkommen. Aber Geistwesen und Lichtwesen sind in Räumen beheimatet, die nicht hier direkt in Kontakt kommen können. Deswegen brauchen sie Tore. Ne, wir Menschen sind auch alles Tore, durch die Energien hier einströmen, um ihre Energien hier zu verteilen. Ne? In Form von, es gibt ja alle möglichen Energien an Lichtwesen und Geistwesen. Also es gibt ja alle Facetten. Und die wollen ja immer mehr, kommen ja eingeströmt in diesen Raum. Aber aus anderen Räumen. Räume, die um diesen Raum herum sind. Also da ist auch wieder der Raum-in-Raum-Gedanke. Licht- und Geistwesen sind nicht über uns, ja, so wie früher gelehrt wurde, sondern es ist alles immer um. Ist auch wichtig zu verstehen. Ja, es ist um uns. Ineinander. Es sind Räume um uns. Ja, auch unsere Seele zum Beispiel. Unsere Seele ist ein Raum um uns. Wir sitzen im Raum unserer Seele. Unsere Seele hält uns. Mhm. Ja, sie ist wie eine Gebärmutter, in der wir die ganze Zeit uns befinden. Worum dann wieder die Lichtwesen sind, die uns halten, genauso. Ja, also es ist ja auch immer, das All-Eins-Sein ist stets um uns. Und das ist in diesem Raum in Raum, in dem Bild, schon total verständlich. Und wenn wir in der Linie der Zeit bleiben, dann sind wir alleine auf der Linie der Zeit. Ja. Und müssen immer oben und unten denken, damit wir irgendwie in Kontakt kommen. Ja, aber das, allein an dem Bild merkst du schon, wie viel Kraft das hat, diese Raum-in-Raum-Erfahrung, weil alles um uns ist. Und auch die Räume sich durchdringen mit den Energien. Ja, es ist ja in jedem jetzt alles vorhanden. Also und mit deinem Bewusstseinsfokus kannst du genau im Jetzt dich in deinen Seelenraum fokussieren. Dann würdest du jetzt präsent sein in deinem Seelenraum, könntest Informationen für dich oder fühlen, ja, du bist ja da sehr fühlig, was du da spürst, und bekommst schon wieder Informationen für deine nächste Entscheidung. Mhm. Ja, das ist diese Raum-in-Raum-Erfahrung. Mhm. Unser Bewusstseinsfokus kann die Räume aussuchen, fokussieren, eintauchen, diese Energie aufnehmen, durchs eigene System strömen lassen, sich neu ausrichten, neue Entscheidungen, neue Handlung kreieren. Und das ist eine ganz andere Kraft. Cool. Ja, wenn wir hier reden, also mal kurz zusammengefasst, Bedienungsanleitung. Ja. Genau. Eine ganz andere Kraft, Richtig. Als wenn ich da bleibe. Toll. Ne? Ja.
Schön. Nochmal zu Salvador, weil ich das auch noch ein bisschen interessiert. Diese Lichtwesen entwickeln sich aber auch weiter, weil ja alles Evolution ist. Lernen diese Lichtwesen jetzt zum Beispiel auch von uns Menschen? Oder durch ihre Tätigkeit, indem sie uns etwas vermitteln? Also sie lernen. Lernen ist nicht der Ausdruck. Mhm. Sie sind ein Tor, durch das in Hingabe Energien stetig strömen. Was im All-Eins-Sein ist, wenn wir jetzt mal menschlich gesehen das Wort Lernen nehmen, erfahren, sie mhm. erfahren durch uns die Polarität. Weil wir Menschen durch unser, das ist jetzt ein bisschen von der Energieanatomie, wir haben einen Zeitraum, also ein Zeit-Ego-Raum, der auch ein Tor hat in die geistige Welt. Darüber strömen alle polaren Energien in den geistigen Raum. Das mhm. heißt, die Schattenwelt, ja, wird durch uns gespiegelt und dadurch erfährt das All-Eins-Sein auch die Abtrennung als Erfahrung, obwohl sie nicht hier präsent sind. Ja, wir projizieren es praktisch in das All-Eins-Sein. Also die geistige Welt erfährt durch uns all das, was wir hier auch erfahren. Und das könnte man jetzt als Lernen bezeichnen. Sie würden es jetzt einfach als Erfahrungsraum Erfahrung, oder Erweiterung, Ausdruck, der geboren wird. Ja. Ja. Schön. Wow, also da war jetzt echt viel drin, ganz viel Wissen und ganz viel Spannendes. Und mir war es wichtig, mit dir zu sprechen, weil du ja dieses Wissen auch schon verinnerlicht hast und so. Wie gesagt, ich verweise nochmal gerne auf dieses wunderbare Buch und auch auf Mosa 4, diesen Roman, über den wir auch schon einen kleinen Talk gemacht haben, wo nochmal in Romanform auch wunderbar Wissen vermittelt wird. Den hast du schon einige Jahre vorher schon geschrieben, war schon fix und fertig und plötzlich wollte er auch ins Leben. Also ganz spannend. Gibt's noch etwas, was dir noch am Herzen liegt, was jetzt sozusagen noch spontan gesagt werden möchte? Oder auch von Salvador? Also, oh, da kommen jetzt gleich die Tränen. Das von Salvador. Diese Bitte aus der geistigen Welt, dass wir nicht mehr so hart zu uns selbst sind. Mhm. Ja, wir verurteilen uns so sehr, werten so doll über uns selbst und über andere. Und dass wir da weich werden dürfen. Also, dass wir wirklich da unser Herz öffnen für uns selbst und uns erlauben, dass wir erscheinen dürfen, wer wir wirklich sind. Ja. Danke, das berührt mich jetzt auch sehr. Mich auch gerade. Wunderbar, so sei es. Ich danke dir sehr. Ich danke dir. Wunderbar. Alles Liebe, ihr Lieben. Aufregende Zeiten.